Ja, hallo, mein Name ist Simon Löw. Ich übernehme mit der Tochter des Geschäftsinhabers, mit der Annika Scharpf, gemeinsam das Unternehmen Elsa Elektro- und Haustechnik GmbH. Nach dem Abschluss bin ich zu einem großen Industrieunternehmer und habe dort ein halbes Jahr gearbeitet und danach dann noch ein Masterstudium nochmal draufgesetzt. Danach bin ich dann wieder hier zurück in die Region. Da ging das dann so, ja, ich habe dort angefangen und habe nette Kollegen gehabt und habe mich eigentlich soweit ganz wohl gefühlt zu Beginn. Und je länger ich dort war, desto mehr bin ich einfach ins Nachdenken gekommen oder habe überlegt, ist das das, was ich so mein Leben lang machen möchte. Vieles von dem, was ich da gemacht habe, das ist letztendlich in der Schublade verschwunden. Der Wunsch wurde da eben größer, dann mal wieder was zu machen, wo man wirklich ein Ergebnis sieht. Und das ist hier im Handwerk einfach was richtig Schönes, was mir Freude macht. Jeder Tag, der herumgeht, an dem sieht man abends, was alles gearbeitet wurde, wo man glückliche Kunden hat. Mein Name ist Gerhard Scharpf, ich bin Geschäftsführer der Firma Elser und ich bin sehr dankbar, dass ich Simon Löw gefunden habe. Für mich war gleich klar, dass das passt und so hat jetzt Herr Löw den Weg hier in der Firma begonnen und mit meiner Tochter zusammen wird dann die Übernahme stattfinden. Begonnen hat es im Mai 2019. Da bin ich hier eingestiegen als normaler Mitarbeiter. Und ja, bin jetzt seither sind jetzt so gut 2 Jahre vergangen und mittlerweile sind wir jetzt eben so weit, dass ich den Elektrotechnikbereich bei uns im Unternehmen dann eigentlich schon übernommen habe oder führe und leite. Man hat da sehr vieles dann auch in eigenen Händen, wie gut das es läuft oder in welche Richtung das man sich entwickelt. Ich finde es total cool, mir macht es echt Freude hier. Das war der richtige Weg und ich kann so nur empfehlen, einfach auch den Weg ins Handwerk zu wagen und in manchem vielleicht über sich selbst hinauszuwachsen.